Leute, hallo und wieder mal herzlich willkommen hier im Rockhaus. FS1 goes Rockhaus again. Normalerweise bei den Local Heroes heute zu einem ganz speziellen Anlass, und zwar das Rockhaus hat Geburtstag. Und dazu begrüße ich jetzt bei euch Wolfgang und Susanna vom Rockhaus, Geschäftsführer und PR-Chefin, kann man das so sagen. Hallo, schön, dass ihr bei euch seid. Hallo. Ich freue mich jedenfalls immer wieder, wenn ich euch bei euch treffe. Besonderer Anlass, es ist Geburtstag, es ist der 23. vom Rockhaus. Das ist ja immer ein guter Anlass, um ein bisschen zurückzublicken. Wo steht das Rockhaus nach 23 Jahren? Wie war das Erwachsenwerden? Das kann man immer wieder fragen. Gibt es was, was der 23. Geburtstag für euch speziell macht? Also es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell der nächste Geburtstag kommt, und ich bin zwar echt kein Fußballfan, aber vielleicht könnte man in dem Fall sagen, nach dem Geburtstag ist vor dem Geburtstag, das heißt, wir sind schon wieder im nächsten Jahr unterwegs, und das ist für uns fast immer schon das Wichtigste, das was kommt, nicht nur das was war. Sentimental werden wir auch manchmal, da gibt es unzählige Konzerte, Geschichten und Shows, die uns freuen und wo wir klasse Erinnerungen haben, aber sozusagen das Ding gibt es nicht. Das wäre auch schade, wenn es in 23 Jahren nur ein super cooles Erlebnis oder das Konzert gegeben hätte. Ja, 23 Jahre ist auf alle Fälle auch ein Anlass, da hört man es eh schon ein bisschen, eine Party zu feiern. Und vor kurzem ist ja auch was anderes Neues im Rockhaus fertig geworden. Ihr habt renoviert und neu angestrichen. Ja, also. Und einen sehr coolen neuen Slogan, wenn man das vielleicht so nennen kann. Das Haus prinzipiell gehört der Stadt Salzburg. Und im Zuge einer normalen Sanierung, Renovierung, so Dach, Fassade und so, ist auch eine Publikumsgarderobe dazugekommen, weil wir ja da wirklich platzmäßig sehr beengt waren und vor allem bei vollen Konzerten selten alle Mäntel oder Rucksäcke untergebracht haben. Und dadurch, dass auch die Fassade und das saniert worden ist, war es möglich, auch einen neuen Farbanstrich zu bekommen. Und so hat das Haus auch gleich einen neuen Anstrich bekommen. Und das hat Susanna und Christian Salic, unser Agenturchef, gleich dazu genützt, den Slogan für die kommende Saison neu zu definieren. Also ich weiß, Freuden, Tränen und Schweiß, ist das auch ein bisschen der Anspruch vom Rockhaus an genau. Das Programm? Also sozusagen das sind zwei Impulse, die uns eingefallen sind bei Live-Konzerten. Das eine ist, dass es live ist, dass es unmittelbar ist, dass man schwitzt, dass man lebt, dass es echt ist, und Freudentränen, weil es ja hoffentlich manchmal einfach schön ist, dass man sich freut, dass man bewegt ist, dass man emotionalisiert wird, und ja, das soll das ausdrücken. Also einfach echt sein, was erleben, was spüren, was man wahrscheinlich, wenn man daheim vor dem Rechner sitzt und den YouTube-Klick macht, nicht zwingend immer erlebt. Ja, ich glaube, es sagt wirklich wenig, so viel über wirklich Konzerte. Es ist Freudentränen, es ist Schweiß, es wird ja heute soweit sein, hoffentlich, bei vielen Besuchern. Wie schaut denn das Programm heute aus? Also abgesehen davon, was man schon hört. Ich glaube, es ist eine sehr gute Mischung. Zwei Salzburger Bands, Carsten Dating Service und Jay Cooper, auf die ich mich selber unheimlich frei. Die haben beide in den letzten Jahren sensationelle Entwicklungen gemacht. Sind für mich ganz sicher ein Beispiel dafür, dass man sich auch um die jüngeren Generationen, die so nach der Steaming Satellites, MacMix Generation kommen, es keine Sorgen machen muss. Salzburg ist wirklich auf einem wahnsinnig hohen Level unterwegs. Das gefällt mir einfach am allermeisten. Dann sind natürlich auch Geschichten dabei, die einen historischen Hintergrund haben, zumindest eine schöne Geschichte. Der Sohn von Pippo Polina, der einer der ersten Gastveranstaltungen 1993 zu erinnern war, Faber aus der Schweiz, spielt heute. Und das ist schon wieder so generationenübergreifend, dass das schon wieder schön ist. Und ich meine, Isolation Berlin und natürlich Romano, glaube ich, brauche ich nicht viel sagen, das ist sensationell. Also auch da wieder eine schöne Mischung eben aus jung und alt und nah und fern eigentlich. Also eigentlich so die Schwerpunkte vereinend eigentlich. Ja. Geburtstag ist ja auch immer ein guter Anlass, um darüber hinaus zu schauen. Was steht denn sonst im Rockhaus an? Man soll ja auch nach dem Geburtstag, ist ja dann wieder vor dem Geburtstag. Wie schaut das Vorgeburtstagsprogramm für nächstes Jahr dann aus?
Also das Geburtstagsprogramm für nächstes Jahr steht noch nicht, da haben wir noch nicht mehr einen Termin. Nein, also das Vorprogramm, was wird bis dahin noch passieren? Ah, okay, gut, bin ich beruhigt, weil so langfristig planen wir, Gott sei Dank oder leider nicht. Es gibt Unmengen von tollen Konzerten jetzt noch im Herbst. Ganz besonders freue ich mich selbst, sozusagen persönlich, nicht nur als Rockhaus, auf das Konzert von Udo Jürgens am 18. November im Rockhaus. Das wird sicherlich ein Highlight. Er kommt am jetzt eh praktisch überall unter, im Funk und Fernsehen, in den Blätterwald und natürlich in die Online-Medien. Er ist wirklich phänomenal mit einem Österreicher, der es sozusagen auch im Dialekt an die Spitze schafft. Ich finde es sehr super, ist sozusagen das Revival des Austropop. Das freut mich sehr, ohne jetzt beleidigt zu sein, altvaterisch oder antiquiert, sondern wirklich hat eine ganz eigene Note. Was auch noch ziemlich cool wird, ganz in die andere Richtung, es kommen wieder ganz tolle Schwedenbomben, also super Rock und Pop kommt oftmals aus Schweden, also aus den skandinavischen Ländern, da ist Royal Republic angesagt, sehr lässige Rockformation aus Malmö. Die fahren einfach ordentlich ab, live. Kinan ist einfach eine perfekte Rockband im besten Sinne. Schweden, genau, eben Schweden. Auf was freue ich mich dann noch? Wir haben auch ganz viele tolle Blue Monday Shows. Das heißt, wir haben Montag eine unregelmäßige Konzertreihe, wo Blues, Bluesrock und anverwandte Genres am Programm stehen. Da haben wir ein großes Stammpublikum. Da haben wir zum Beispiel die Hamburg Blues Band, die sehr legendär ist, oder Dennis Jones Blues ist auch zu Gast im Dezember und einige mehr. Das wird sicher auch ganz wunderbar. Und Salzburger Künstler haben wir natürlich auch im Programm. Da wäre es vielleicht noch zu erwähnen, Dame. Dame ist ja ein relativ interessantes Phänomen. Salzburger Hip-Hopper-Rapper, der bis sie, sag mal, ins Poppige auch entschwebt. Wahnsinnig erfolgreich. Das freut uns natürlich als Rockhaus Salzburg ganz besonders. Und wo spielen? Natürlich wieder von uns veranstaltet. Und ich höre jetzt wieder auf, weil sonst. Sonst, glaube ich, kann man das lange vorführen. Aber es ist auf alle Fälle, es kommt noch genug, es kommt auch sehr viel Wolfgang. Was ist dein persönliches Highlight, das kommt? Ja, ich freue mich auf Mount Kimby am 15. Oktober. Dann natürlich auf die Local Heroes, die mir einfach sehr ans Herz gewachsen sind, wo es im Herbst wieder noch, also Oktober, November, Dezember, drei sehr gute Termine geben wird. Und ansonsten, ja, natürlich Royal Republic ist also ein persönliches Highlight. Aber es ist Gott sei Dank wieder bunt durchmischt und es ist sicher wieder für jeden was dabei. Das kann man wirklich so stehen lassen. Heute hoffe ich auch, nehme ich auch an. Jetzt muss man fragen, was wünscht sich denn das Rockhaus zum Geburtstag? Geld. Nein, die finanzielle Grundlage müssen wir uns immer erkämpfen, das ist klar. Aber ansonsten wünsche ich mir ein risikobereites Publikum, das bei den vielen Acts, die, wenn sie ins Rockhaus kommen, vielleicht ja noch nicht ganz super bekannt sind, das Wagen aufgrund der Information, die man sich vom Rockhaus-Programm aus dem Internet holt, doch zum Konzert zu gehen. Wenn man jetzt aufgrund des Geburtstags ein bisschen blättert in den Annalen und hab da gesehen, wer da alle gespielt hat und habe aber mal geschaut, wie berühmt waren die damals. Und da gibt es sehr, sehr viele Bands, die eben ein bisschen später erst wirklich berühmt worden sind. Ich meine, wer damals schon berühmt, aber heute vor 20 Jahren hat hier herinnen Rammstein gespielt. Das ist ja das nächste Jubiläum heute, oder? Ist auch ein Jubiläum. Aber das muss man sich mal vorstellen, Rammstein, jetzt immer. Kann man sich das eigentlich nicht mehr vorstellen. Ist aber unvorstellbar. Ja. Aber da denke ich mal, wenn man ein bisschen neugieriger ist und sich manchmal doch den Hintern hebt und sich was anschaut, was eben noch nicht nur Nummer 1 ist, kann man da im Rockhaus sehr, sehr viele tolle Sachen erleben. Da muss ich dazu sagen, ich habe sehr viele Vorbands im Rockhaus danach irgendwie großartig gefunden. Die haben mir hin und wieder sogar besser gefallen als die Hauptacts. Also man kommt auf neue Sachen drauf. Susanna, was wünschst du dir fürs Rockhaus denn? Naja, ich bin da ausnahmsweise mal so, dass ich mir der Meinung meines Chefs anschließe, was ja nicht so häufig sonst vorkommt. Also nach dem Motto, ohne Geld kein Musi. Wir brauchen einfach finanzielle Unterstützung und ich darf mir auch wünschen, dass das Salzburger Publikum und natürlich darüber hinaus, Grenzen sind ja noch offen,
zu uns ins Rockhaus kommt, sich was gönnt und einfach eben risikofreudiger ist. Risikofreudig klingt jetzt so gefährlich. Ein bisschen gefährlich darf das Leben in dem Fall schon sein, weil es zahlt sich dann nämlich aus, dass man einfach mal ausprobiert, sich eine Band vielleicht anzuschauen, die man halt noch nicht 17 Stunden lang online gehört hat oder wo man eine CD-Sammlung daheim hat, was auch total schön ist, wenn man den einmal live erlebt, sondern wenn man sich denkt, boah, das klingt irgendwie spannend. Das möchte ich ausprobieren und es ist einfach so, live ist was ganz was anderes. Also mir geht es auch persönlich so und alle, mit denen man redet, es ist einfach so. Ein Konzert ist ein Konzert und ein Tonträger, in welcher Art auch immer, ist einfach ein anderes Erlebnis. Also, welcome! Ja, dann wünsche ich euch, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen mögen und wünsche euch und uns allen heute eine tolle Geburtstagsparty und euch wünsche ich das jetzt auch. Happy Birthday, dear Rockhouse. Happy Birthday. Happy Birthday. Rockhouse. Happy Birthday to the fucking Rockhouse. Happy Birthday, Rockhouse. Weitere 100 Jahre oder 23 Jahre. Rockers Geburtstag und wir haben die zweite lokale Band, kann man fast schon noch so sagen, quasi, da Gospel Dating Service, hallo! Hi! Kann man fast so sagen, ihr seid ja in Wien momentan, es verschlägt euch zu den großen Events zurück nach Salzburg. Genau. Was geht in Wien, was geht mit Gospel Dating Service? Wir haben uns ewig nicht mehr unterhalten. Stimmt, das ist schon echt lang aus, ja. Ja, das Album ist seit gestern draußen, endlich, nach 1,5 Jahren Arbeit. Und das ist der erste Auftritt, wo wir das neue Album präsentieren haben können und es hat voll Spaß gemacht. Und jetzt geht es dann weiter, 28. Oktober spielen wir in Wien die Release-Show, 31. Oktober in Linz. Genau. Geht dahin. Das neue Album heißt, wenn ich mich nicht täusche, Champagne. Richtig, ja. Was ist das für ein Album geworden? Ein abwechslungsreiches, sehr schönes Album, finden wir. ja, Champagne, ich meine, der Name ist natürlich ein bisschen mit Augenzwinkern zu verstehen. Und wir wollen da diese Fake-Room-Gesellschaft ein bisschen den Spiegel vorhalten. Ich habe mich ja schon gewundert, ich habe Fotos von euch gesehen in Anzügen und Sonnenbrillen. Also immer noch, das ist jetzt der neue Stil, aber genau. Gehört zum Konzept. Gleich wieder gebrochen damit bei der nächsten Single, weil die ist ja jetzt animiert. Und also das nächste Video, das letzte Video, genau. Wir sind voll zufrieden mit dem Album. Also, sehr cool. Und heute das erste Mal gespielt, das ist auch Premiere an diesem schönen Rockers Geburtstag. An diesem schönen Tag. Ja, es ist wunderbar. Es ist Salzburg. Nein, aber was ist für euch, soll ich sagen, der schönste Rockhaus-Moment? Jetzt feiern wir heute das Rockhaus. Ihr seid ursprünglich aus Salzburg. Stimmt. Gott, sage ich was Falsches an, Christoph, oder? Christoph ist aus Salzburg, wir sind ursprünglich aus Linz, genau. Aber das Rockhaus ist eine super Location. Also wir spielen voll gern da. Haben schon selber gespielt natürlich da und freuen uns immer wieder, wenn wir kommen. Was wünscht ihr denn dem Rockhaus zum Geburtstag? Weitere 23 Jahre. Yeah.
Jay Cooper. Hallo, ihr wart gerade auf der Bühne. Wer und was ist Jay Cooper? Der ist im Urlaub. Der ist nicht da. Deswegen ist das Wonderland of Love. Heute, ja, das Wonderland of Love, heute oben gewesen. Was ist Wonderland of Love? Das ist in Arne seine Idee. Heute Mucker. Arne, erzähl doch mal. Stromgitarre angeschmissen. Aus dem Ruhrpott. Na, ich glaube, das kann man nicht in Worte fassen. Also, das muss man fühlen. Das ist sehr wichtig. Super. Ihr spielt im Rockhaus. Es ist Geburtstagsparty. Was wünscht ihr dem Rockhaus zum Geburtstag? Jetzt treiben wir mal in diese Seite. Natürlich alles Gute und dass es so weitergeht. Und ganz viel Love natürlich. Love darf nicht fehlen. Lots of love. Das, glaube ich, ist das Schönste, was man dem Rockhaus wünschen kann. Es ist ja so, ihr seid sehr aktiv momentan, es tut sich ständig was bei euch. Wann gibt es neue Musik und was ist das Wonderland of Love? Kann man da schon was sagen? Es gab gerade neue Musik, glaube ich. Ja, aber wir müssen das jetzt versuchen, den Leuten zu erklären. In einen Kontext zu bringen. In einen Kontext. Okay. Ich glaube, man kann das nicht erklären. Das war das Wonderland. Das heißt, man muss sich das nächste Mal einfach wieder live anschauen. Da war einmal. Ja. Du bist ja, oder ihr seid eigentlich alle Salzburgs treueste Musikszenenvertreter, kann man sagen. Also, naja, wenn ich mich umschaue, welche Leute da sind, es sind ja Leute von verschiedensten Projekten da. Was macht Salzburg aus? Was macht irgendwie, Rockhaus ist ein bisschen so das Zentrum, aber was ist die Salzburger Musikszene für euch? Ich habe jetzt so viele Vertreter da, ich muss euch jetzt fragen. Ich finde gerade, dass die Salzburger Subkulturszene ein bisschen am Arsch ist. Muss ich ehrlich sagen, und deswegen ist auch das Wonderland. Deswegen gibt es auch das Wonderland of Love, dass man da wieder mehr eingreifen kann in die Salzburger Subkultur und dass man das wieder mehr pusht und dass man mal ein bisschen wieder auf die Festspiele scheißt und wieder mehr Geld in die Jugend und in deren Kultur pumpt und nicht nur irgendwie in die Snobs, die es eh schon haben. Das heißt, für eine Förderung des Wonderlands. Das Wonderland sollen irgendwann mal alle Salzburger jungen Musiker sein und wir haben uns gedacht, wir fangen mal an und jeder kann sich da irgendwie anschließen und dieser Subkultur beitreten. Sehr schön. Dann letzte philosophische Frage, ist immer sehr schön. Was ist denn der Anspruch jetzt an, was? Wonderland of Love. Merkt das heute. Love. Entschuldigung. Sag's laut. Wonderland of Love. Yeah. Das kann man sagen. I totally super. Appreciate that. Gut. Anspruch. Was soll das Wonderland of Love für eure treuen Fans sein? Gescheit Eiche grooven. Jetzt wieder rein. Alles. Es soll ein Gefühl sein. Keine Musik. Es soll ein Gefühl sein und ein Vibe. Ja, vorher spielen. Non ballo tedesco. Capisco niente. Ne weiß. Ne miracolo. No habla immer. Ja, dann noch zurück. Bitte? Nochmal, komm. No habla alemán? Ja. Das verstehe ich nicht. Du sollst dir ein schönes Love noch mal sagen. Du kannst das wirklich gut. No. Sehr schön. Also, es werden nur, das kann man schon sagen, oder? Es werden nur 10 Rules erscheinen von Wonderland, die das dann aufklären werden. Über Zeit. Okay, das heißt, dieses Mirakel, was ihr gerade miterlebt habt, es wird sich in Zukunft auflösen mit dem Wonderland of Love. Somit wünsche ich euch noch einen schönen Geburtstag. Yay, Birthday! Und euch ebenso. Happy Birthday to you!